wenn das geht. Schauen wir mal, ob hier auch ein Abgrund ist. Nee, das müsste eigentlich gehen hier. Das sieht reitbar aus. So. Darunter. Darunter. Perfekt. Und das sieht fast schon wieder aus wie Swampland, ja. Da wollen wir aber nicht hin. Es kann doch nicht sein, dass wir von Extreme Hills in Swampland und Extreme Hills in Swampland kommen. Dahin ist unser Zuhause. Das hier wäre doch ziemlich unbefriedigend. Reiten wir mal an den Extreme Hills vorbei und schauen. Hier entlang. Nee. Da finden wir nichts, da werden wir nicht glücklich. Ich würde sagen, dann machen wir uns mal wieder auf den Rückweg. War dann jetzt leider nicht so erfolgreich unser Ausflug. Aber wir haben ein bisschen was von der Landschaft gesehen, immerhin. Und haben gemerkt, dass egal wie gut der Computer ist, Minecraft immer ruckelt, wenn man unterwegs ist auf dem Rücken eines tapferen Recken. Warum ist denn da Licht? Okay. Nichts, was ich rausfinden möchte. Da. Dann wollen wir mal versuchen, heil anzukommen. Da, das Wasser. Ist auch hübsch so mit dem Übergang hier. Dann wollen wir mal hier durch. Vorsichtig. Hier entlang. Da entlang. Und nirgendwo reinfallen. Hier geht's schon wieder tief runter, da muss ich vorsichtig sein. Na, hier können wir runter, ohne uns weh zu tun. Wir dürfen nur nicht springen. So. Vorsichtig. Ich tue mich immer schwer, wenn das Eseltier dann auf einmal anfängt, das Spiel zum Ruckeln zu bringen. Uiuiuiui. Da lohnt es sich ja fast schon, die Fackel mal auszumachen, um uns sowas anzugucken. Sieht schon interessant aus, wie das hier so leuchtet und glüht. Und die Schafe ziemlich mutig sind. Aber denen ist schön warm wahrscheinlich. So. Ich glaube, die Richtung, in die wir gegangen sind, das war keine so glückliche Richtung. Ich vermute, in anderen Richtungen werden wir mehr Glück haben. Auch wenn hier kuriose Dinge sind. Okay, da ist wieder eine Höhle. Vorsichtig. Ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Extreme Hills wieder. Ja. So. Okay. Eselchen, schaffen wir das? Ist es überhaupt klug? Ich bin mir nicht so sicher. Aber wir müssen in die Richtung. Vielleicht sollten wir hier entlang.
So, okay. Wir sind oben. Was uns nicht sonderlich viel bringt. Nein, das bringt uns gerade überhaupt nichts, denn wir müssen da runter. Oh Gott, kommen wir hier jemals wieder runter? Vielleicht müssen wir einfach noch höher. Um irgendwo wieder runterzukommen. Das sieht gut aus. Ich glaube, da könnten wir hier wieder runterkommen. Ja, das sieht gut aus. Die Frage ist, ob wir hier auch weiterkommen. Ich nehme mein "Das sieht gut aus" zurück. Uiuiuiui, Vorsicht, 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 Vorsicht. Seit wann gibt es in den Extreme Hills so viele Berge mit Überhängen? Das finde ich gar nicht so gut. Gibt es hier keinen Abstieg, einen vernünftigen? Da. Na, das sieht brauchbar aus. Okay. Das war die falsche Wahl. Hallo Kühe. Dann wollen wir mal den Berg umwandern. Denn anders kriegen wir es, glaube ich, nicht hin. Und auf nichts Hohes mehr draufklettern. Sondern versuchen, das irgendwie zu umgehen. Okay, wir müssen hier noch weiter rum. So. Vielleicht haben wir es jetzt hier rum. Ja, das sieht gut aus. Ja, wir haben versucht, irgendwie hier durchzukommen, ne? Obwohl, hier könnten wir sogar durchkommen. Ist auch hübsch. So ein Tal. Gucken, ob wir hier oben durch müssen. Oder können. Oder ob uns das auch in den Tod stürzt. Nein, das sieht gut aus. Hier kommen wir entlang. Iha! Das sieht auch interessant aus hier. Riesige Höhle, riesiger Durchgang. Aber wir wollen zurück. Und uns vielleicht in eine andere Richtung begeben. Ich frage mich gerade, wie weit wir denn überhaupt gelaufen sind. Das Schildchen sieht noch so weit weg aus. Darunter. So. Nicht darunter, sondern ja, hier runter. Eigentlich müssten wir doch schon. Da ist schon mal ein Turm. Das sieht gut aus. Und hab. Nee, ich da reinfallen. Und weiter geritten. Plains, das ist hier, wo Dörfer sein können. Wenn sie denn wollen. Kühe. Sind das schon unsere Knubbelberge? Ja. Das heißt, wir sind wieder da, wo wir hingehören. So, hier können wir dann auch schnell laufen. Ach, ich überlege, ob es vielleicht besser ist, wenn wir unser Maultier nicht mitnehmen, sondern ein anderes Pferd. Das Maultier brauchen wir tatsächlich noch. Ich binde das Maultier mal hier an. So. Ich meine, ein bisschen was haben wir jetzt ja trotzdem gefunden. Wir haben Diamanten. Bringen wir die mal... ach, machen wir die hier rein. Was soll's. Wir müssen die Kisten sowieso hier alle irgendwann mal aufräumen. Okay. Und die Angel. Okay. Dann schaue ich mal, ob ich ein anderes Pferd finde. Was ich mitnehmen kann. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal in die andere Richtung auf. Hallo. Gucken, welches Pferd wir überhaupt mitnehmen können.
welches denn mit möchte. Das sind die langsamen. Ist vielleicht ganz gut, langsame zu nehmen. Denn das Problem ist ja immer eher so, dass man... nehmen wir dich. Denn das Problem ist ja, dass man mit einem zu schnellen Pferd eher in die Bedrängnis kommt, versehentlich in einen Abgrund zu reiten. Und man merkt, er ist hier schon um einiges langsamer als das Maultier. Und dementsprechend auch besser zu handeln. So. Da haben wir schon unsere erste Schlucht. An der sollten wir, wenn möglich, vorbeireiten. Und dann laufen wir mal hier in die Richtung. Hier sind auch Pferde. Was haben wir denn hier Schönes? Also gescheckte, so gepunktete. Schwarzes mit weißen Strümpfen. Und hier ist unser Nachbardorf, in dem wir schon Rettungsaktion gestartet haben. Gucken, wie es denen geht. Denen scheint es allen gut zu gehen. Wir sollten in keine Schlucht fallen. Da sind noch mehr Pferde. Guten Tag. Ah, und hier haben wir auch Karotten. Steige ich mal kurz ab. Nehmen die mit. So. Brauche ich bestimmt irgendwann mal, wenn ich mit den Pferden so unterwegs bin. Ich habe fast das Gefühl, es würde sich eher lohnen, die Plains hier weiter abzureiten. Ist das hier schon wieder Extreme Hills? Das sieht so aus. Oder ist das einfach nur ein Berg? Ja, vielleicht einfach nur ein Berg. Hier sind Birken. Mal schauen, ob jetzt das Biom hier offiziell wechselt. Denn das hier... Ah, Birch Forest Hills. Okay. Das ist also ein hügeliger Birkenwald. Reiten wir ihn mal ab. Nein, das ist eine schlechte Idee. Ich würde ja gerne irgendwie interessante Dinge sehen. Stattdessen... Ich meine, gut, das ist jetzt auch so ein bisschen der Waldreitsimulator. Hier mal ein bisschen Blätter weg. Wieso komme ich denn hier nicht hoch? Was stört denn hier? So, neuer Versuch. Also irgendwas ist hier doch im Weg. Irgendwas stockt hier, das Pferd. Ah, das war's. Okay, das auch. Nee, immer noch. Wer hätte gedacht, dass sich ein Pferd von ein paar Zweigen abbringen lässt? So, jetzt aber. Gehen wir mal hier unten lang. Auch nicht so die beste Idee gewesen. Na doch, geht. Ich hoffe, ich bin hier aus dem Hills bald raus. Schauen wir mal. Oh, es sieht aus, als wenn es da noch ziemlich weit weitergeht. Hier runter. Nicht so weit runter.
glaube, ich sollte mal meine Axt rausholen. Denn anders wird das wohl nicht gehen. Und es dauert kaum lang. Ist ja auch nur eine Diamantaxt. Okay. Hier geht's weiter. Hier muss ich wieder vorsichtig sein. Die Äste verdecken relativ viel. Ah, da haben wir schon mal eine Lichtung. Oh, ist das eine große Birke? So eine große Birke habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Verrückt. Darunter. Darunter. Ich will was Spannendes erleben. Aber nichts Gefährliches, nur was Spannendes. Okay, hier wieder hoch. Ist es bald vorbei? Okay. Sieht aus, als würden die Birken weniger werden. Was schon mal begrüßenswert ist. Okay. Müssen wir hier mal an der Seite entlang? So, ich hoffe, hier ist nicht überall jetzt Sumpf. Das fände ich jetzt nicht so cool. Oh, hier sind Blümchen. Sind das Pfingstrosen? Mal schauen. Ja. Nehmen wir mal mit. Ja, hier müssen wir wieder hoch. Wieder so eine im Baum stecken bleibt Sache. Hallo? So. Ich gehe jetzt übrigens in die Richtung, weil hinten wieder Sumpf war. Und da hatte ich keine Lust drauf. So. Auch wenn ich fast davon ausgehe, dass Pferde besser schwimmen können als Maultiere. Aber ich hoffe ja immer noch auf ein cooles Biom. Wald ist echt nix. Wüste wäre mal schön, oder? Dschungel, auch wenn wir das Pferd da wahrscheinlich stehen lassen müssten. Aber zumindest irgendwas. Der stört. So. Sehr gut. Oh, Rosenbüsche. Nehmen wir auch mal mit. Und es wird schon wieder dunkel. Und da geht's bergab. Vorsichtig. Okay. Also ein Pferd hat weniger Lebenspunkte als ein Maultier. Huch. Seht ihr, so passiert das. Glücklicherweise war das jetzt nicht so tief. Hier ist noch mehr Wasser. Ich will kein Wasser. Und ich muss Fackel anmachen. Große Tintenfische. Ich glaube, irgendwie werden wir hier nicht glücklich. Naja, gut. Ich würde sagen, wir suchen uns mal ein Plätzchen zum Übernachten und ziehen dann in der nächsten Folge weiter los. Bis dahin würde ich sagen, wo ist denn mein... Oh nein, ich habe mein Dings nicht mit. Na gut, müssen wir halt auf dem Pferd schlafen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.